I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. Hallo und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich schreibe in einer Woche meine ersten Prüfungen und darum soll es heute gehen. Ich nehme euch mit bei der Prüfungsvorbereitung. Ich werde mir jetzt erstmal eine To-Do-Liste für heute schreiben und euch dann dabei mitnehmen, die abzuarbeiten. Es ist jetzt 14 Uhr, ich hatte bis eben Uni. Und ich will mir eine Zeit setzen, bis wann ich fertig sein möchte, damit ich abends dann irgendwas machen kann, worauf ich Bock habe. Und ich habe mir so schönes Wasser gemacht, damit ich besser lernen kann. Wow. Also, ich schreibe in diesem Semester 3 Klausuren. Eine nächste Woche und 2 in der Woche darauf. Ja, und jetzt muss ich mal ein bisschen strukturieren und eigentlich auch einen Kalender machen und sowas. Ich weiß noch nicht genau, wie ich anfange. Ob ich jetzt erstmal einen genauen Plan mache, eigentlich wäre das sinnvoller. Nee, heute noch nicht. Okay, ich habe mir jetzt To-Dos rausgesucht. Ich hoffe, das ist eine gute Menge. Wenn es da kurz ein Zusatz. Und Uni-Sachen geht vor YouTube. Also dementsprechend kam auch 4 Wochen lang kein Video. Aber bei den anderen Sachen darf ich mir aussuchen, welche Reihenfolge ich das mache. Ich bin immer noch dabei, die Übungsaufgaben rauszusuchen. Aber habe mir einen kleinen Snack geholt. Ich habe nämlich so Erdbeeren klein geschnitten und mit Quark in eine Eisform gepackt. Und das ist richtig lecker. Und eben habe ich die ganze Zeit meinen Milka Osterhasen gesnackt. Also mein Meeting ist inzwischen vorbei und das ist 20 nach 6. Und ich habe irgendwie Bock auf was zu essen, deshalb habe ich mir Brote gemacht. Es ist jetzt 9:30 Uhr. Und ich check nichts mehr und ich habe keine Lust mehr und Mann, das war meine Prio Nummer 1. Und ich habe jetzt alle anderen Aufgaben geschafft, aber das nicht. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Das ist schrecklich. Ich bin so froh, wenn ich durch bin mit den Prüfungen. Dabei habe ich nicht mal angefangen zu lernen. Oder nicht so richtig. Vielleicht sollte ich noch, eigentlich muss ich noch was machen, damit ich ein Erfolgserlebnis habe und dann kann ich aufhören, aber ich weiß nicht, was ich machen soll, um ein Erfolgserlebnis zu haben. Mann. Mein Vater hat mich gerade angerufen und wir haben Urlaub gebucht nach New York. Ich freue mich. Wir hatten gerade Feedbackgespräche in der Uni und ich fahre jetzt nach Hause, weil ich heute arbeiten muss. Und guck mal, wie viel ich da so zu tun habe. Ich bin gerade dabei, meine Fenster zu putzen. So, ich habe jetzt meine Pflanzen ein bisschen ausgemistet, weil irgendwie waren das echt zu viele. Und jetzt sieht es hier viel schöner aus. Ich war...
Ich war jetzt in der Mensa essen und habe dann noch eine Stunde was fürs Projekt gemacht. Und jetzt werde ich zu Kommilitonen fahren, weil wir für eine Klausur üben. Also Freitagmorgen. Wir müssen heute 23.59 Uhr unser Projekt abgeben. Ich habe gerade die Teambewertung gemacht. Das hat 3 Stunden gedauert. Und jetzt gehe ich schlafen. Aber generell war echt ein erfolgreicher Tag. Und wenn das Projekt abgegeben ist, dann kann ich auch endlich richtig anfangen, für andere Sachen zu lernen. Ich bin jetzt durch und habe hier meine, weiß nicht wie viele Seiten, Skript und Zusammenfassung und so weiter, was ich mit in die Klausur nehmen kann. Und ich würde sagen, das war's mit dem Vlog für diese Woche. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen motivieren. Ich werde den Vlog jetzt schneiden und es ist schon 10 vor 8. Egal, schneiden und hochladen. Dann nochmal die Altklausuren durchgehen und übermorgen schreibe ich dann die erste Prüfung. Dabei kann ich euch auch sehr gerne mitnehmen, also nicht beim Prüfungsschreiben, aber bei der Prüfungswoche. Und ich wünsche euch ganz viel Erfolg bei euren Prüfungen. Hoffe, ihr habt eine schöne Woche und wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Tschüss!